Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Röp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. In der letzten Folge haben wir Reaktor 5 erreicht und eine Bombe da drin platziert. Und die war dann irgendwann hier zünden werden per Fernzünder. Und ja, leider hat uns Shinra bemerkt, als wir hier reingeschlichen sind. Und ja, die wollen uns ein bisschen aufhalten mit so einem Roboter und so, ne? Also ja, nicht so toll, ne? Also ja, hier rauszukommen wird, glaube ich, ein bisschen schwieriger als hier reinzukommen, ne? Also aber mal schauen. Oh. Außerdem wurden wir live ins Fernsehen übertragen, das heißt, die Leute wissen jetzt, wie wir aussehen, ne? Wen sie hier verantwortlich machen können für all die Terroranschläge. Und ja, liefert das umgehend ab. Der Stabschef wartet nicht gern. Fracht verladen. Ebene B8, Transport starten. Okay, sind bereit. Also der Thron für mich. Alarm! Hi, na? Könnte man diese Truhe da runterholen? Ne, die hätten wir gern. Alter, jetzt da viel Gegner. Schwertsturm. Wer hat schon irgendwas wieder jetzt weggeflogen ist, ey. Nicht übertreiben. So, Barrett. Das Avalanche Credo, bitte. Wer jagt Shinra in die Luft? Wie? Keine Ahnung. Boom. Schon gelernt. Staunt's was? Nur, weiß ich nicht, 3-4 Kämpfe und schon nochmal gelernt. Du, boom, 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 boom. So. Oh, ich freue mich schon. Lass uns mal gucken, was die Kerle hier getrieben haben. Ich freue mich schon, wenn wir die Schere bekommen, ey. Was hast du da aufgehoben? Eine Schlüsselkarte. Eine Yu-Gi-Oh-Karte. Der weiße Dach mit eiskaltem Blick. Der weiße Cloud mit eiskaltem Blick. Irgendwann bekam man nämlich mir für Barrett auch so eine Schere als Ausrüstung. Das ist eine Nahkampfwaffe gewesen. Ich habe ja auch einen Terminal gefunden. Wollt ihr euch das nicht erstmal einsehen? So, was ist? Sie befördern die Komponenten des Roboters über ein Liftsystem. Gut zu wissen. Dann lasst uns mal dazwischen funken. Die Fracht könnte zum Beispiel verschwinden. Wie willst du das anstellen? Mit dem Steuerpult des Lifts. Meinst du vielleicht das hier? Ja, das, wo ich gerade schon vorstand. Genau das. So, ich würde mal sagen, bevor wir weitermachen, wir haben jetzt den Angriff schon gelernt, ne? Dann gehen wir mal zum Gatling-Gewehr zurück, obwohl ein... bekommt ein mehr Schaden, aber alles andere wird gesenkt. Also ja, komm, lass mal. Lässt sich der Lift bedienen? Mit einer Schlüsselkarte. Die hätten wir ja. Hier steht was von M-Einheit. Ist das eine Komponente von ihm? Ja, eine Booster-Einheit, die mit Materialösung gefüllt ist. Kannst du was drehen? Ich lenke den Lift zur Entsorgungsstation um. Wenn M-Einheiten entzogen werden, können für die Erbasser vorgenommenen Gegenstände erbeutet werden. Dies hat zwar keinen direkten Einfluss auf seine Kampffähigkeiten, aber mit den Gegenständen kannst du natürlich deine Reserven auffrischen. Also die Sachen, die ich entsorge, bekomme ich dann, ne? So, ich da jetzt verstanden habe. Ja. Mach mal. Ich hätte schon gerne mehr Sachen. Die M-Einheit wird entsorgt. Ach, komm zu Papa. Tolles Gefühl. Also kann man den damit okay, gar nicht schwächen. Geht's. Kann ich die nicht einfach öffnen? Hallo? So, halt. Wo bist du? Nein, komm zurück. Nein. Ah. Warte mal. Ich
Ich folge dir. Ich habe dich noch nicht aufgegeben. Ja, ein Moment. Was ist hier? So, du kommst doch jetzt bestimmt hier raus, ne? Irgendwo. Nein. Aber ich müsste ja irgendwann dann bekommen, ne? Irgendwo. Wie ja mal gesagt, Reserven aufstocken. Also die Hoffnung ist noch nicht verloren. Es ist noch irgendwo da draußen. Ich muss es noch finden. Ich muss noch daran glauben. Die M-Einheit wird zur Entsorgungsstation transportiert. Haben wir schon gedacht, irgendwie kann man dann irgendwie den Boss dann irgendwie schwächen oder so, oder weiß nicht. Hätte ich mir irgendwie so gedacht, gibt es vielleicht eine Trophäe, wenn man den ganz unterschraubt oder wenn man den voll überpowert lässt oder so, keine Ahnung. Ob die uns jetzt gerade wohl auch beobachten? Ja, du hast Heidegger gehört. Live-Übertragung. Das können wir jetzt auch nicht mehr ändern. Grinst einfach nicht in die Kameras. Wieso muss ich jetzt an Zeiso aus Fire Emblem denken? Warte mal, du beobachtest mich überall? Ja, überall. Selbst wenn ich... Ja, erst recht dann. So ein creepy Ninja irgendwie, der ein... Weiß nicht. Voll stalkt, ey. So, ja, coole Kamerafahrten hier. Da irgendwo waren da noch Gegner, die ich noch nicht hatte. So, wenn ich dich nicht erreiche, ne, von hier. Oh, da hat eine Menge Materie gerade hochgelevelt. Ich weiß übrigens immer noch nicht, was diese eine Mission ist, die ich machen muss, ja, wo ich Gegner schocken muss. Und muss bald jemand den ab. Wo ich Gegner schocken muss, hier diese Kampfbrich-Dingens hier. Ich weiß immer noch nicht, wie das hier funktioniert. Wende Spezialfertigkeiten bei Gegner im Schockzustand an und lade insgesamt 10-mal eine Einheit in der ATB-Leiste auf. Also so wie ich das verstehe. Ich muss ein Gegner schocken, dann muss ich Spezialfähigkeiten einsetzen. Und ich muss ein ATB, während die geschockt sind, hier bekommen. Ich verstehe das nicht. Das ist irgendwie, weiß nicht. Und warum ist dieses Gebiet hier? Hier ist doch nichts. Verstehe irgendwie nicht so den die Erklärung von dem Ding. Ach. Ich würde halt gern schon. Oh, blaue Materie. Nee, das ist eine Schlüsselkarte, glaube ich. Oh nein. Hallo, na? Eindringlinge, ergreift sie! Hier ist Ebene B7! Da ist schon wieder jemand neu. Wir nehmen die Kampfhandlungen auf! Wir brauchen mehr Zeit! Haltet sie irgendwie auf! Kann ich schaffen. Ja, gut, jetzt Analyse ist voll hochgelevelt und wieder weg davon. Ja, schon voll hochgelevelt, das heißt, ich kann immer alle analysieren auf einmal. Toll, dann können wir uns ja richtig austoben. Aber nur mit Schlüsselkarte. Eine Karte? Eine, ja. Dann können wir also nur einen Lift umleiten, was? Oh, ah. Schwere Entscheidung. Überlasse ich dir, Cloud. Natürlich. Erstmal oben. Je nachdem, was wir wahrscheinlich hier umleiten, bekommen wir verschiedene Gegenstände, ne? Gewitter. Ja, ne, lass mal gucken hier. Materia. Hier wird ja wohl noch nichts auf Maximum oder so sein, ne? Nö. Analyse. Ja, aber Analyse werde ich immer brauchen. Chakra ist schon. So, ist ja nicht noch irgendwo eine Schlüsselkarte. Big Bomber Shields. Air Pro Gaming Codes. So, was muss ich jetzt hier wählen? Dieser Lift transportiert einen KI-Kern. So ein Kern erhöht die Rechenleistung. Das Reaktionsvermögen des Roboters wird also gesteigert.
Ein riesiger Gegner und schnell noch dazu? Wir sollten uns gut überlegen, wie wir ihn schwächen. Ich dachte, er hat gar keinen Einfluss darauf. Während so ein Keykern hat der Airbuster weniger Leistungsfähigkeit für seinen Fingerschuss, einen Laserangriff mit Betäubungseffekt zur Verfügung. Je mehr Keykerne entsorgt werden, desto geringer ist also die Gefahr, durch den Fingerschuss betäubt zu werden. Also ich mache mir den Kampf dadurch einfacher, ne? Nein. Was ist das hier? Dieser Lift transportiert etwas, das sich Gigabombe nennt. Hieß früher mal großer Bomber. Eine verheerende Waffe. Mit anderen Worten, Munition. Wenn wir die vernichten, hat der Robo weniger Ladung. Mit der Entsorgung der Gigabombe hat der Airbuster weniger Munition für seinen fairen Angriff zur Verfügung. Je mehr von Gigabomben entsorgt werden, desto weniger Angriff mit großen Schaden kann der Airbuster durchführen. Ich bin natürlich jetzt ein bisschen irre. Ich tue mir das noch aufsparen. Weil wenn ich Glück habe, kommt noch mal so eine Materie-Dingens hier, die ich entfernen kann. Und dadurch kriegt man ja Gegenstände, ne? Dann würde ich über das entfernen. Ich werde das schon schaffen, hallo. Ich mache mir den Kampf doch nicht einfacher, hallo. Er redet schon wieder der Masochist aus mir. Eins, zwei. Hey Leute, hört mal alle her. Ja, ich wollte sagen. Alles, was Shinra euch erzählt, ist gelogen. Marco ist der Lebenssaft des Planeten. Und Shinra schlürft einfach alles weg. Aus diesem Grund. Barrett, was ist denn in dich gefahren? Na, wenn die schon alles übertragen, sollten wir die Chance ergreifen. Glaubst du, die lassen den Ton laufen? Wird geschnitten. Ist ja nur live, ne? Ja. Nein, lass mich los. Verdammt. So. So, ich konzentriere mich jetzt mal auf dich. Ups. Hallo? Nein. Nö. Nein, Mann. Auch keine Ahnung, schon wieder Chance vertan, glaube ich. Ich kann nicht von da oben treffen, ja. So, mach mal einer die kaputt hier. Na gut gemacht, Cloud. Geht schon auf den los. Materia-Stufe gestiegen, heilen, cool. Boom, show you can. Hackentritt. Weg. Chakra. Oh, ich habe gar keine. Weg. Ja. Zum Feiern ist später Zeit. Ach, komm, so, jetzt freu dich doch mal. Oh, guck mal. Eine Schlüsselkarte. Ich guck erstmal, wie viele von diesen Dingern noch kommen, ne? Okay, ich muss mal kurz gucken. Da teilt 721, ne? Das kostet mehr als doppelt so viel, aber halt nicht mal doppelt so viel. Also ja, lieber Dingens einsetzen. Ne? Wir gehen übrigens die MP aus wieder. So. Hallo, na. Jawohl, haben wir hier neue Leute? Nö. Finger weg davon. Hör auf mich zu ignorieren. Nein. Nicht.
Materie Barriere. Der hat sich geheilt. Eine Spinne. Okay, schon wieder ein paar Level ab. Was, pupsig? So. Warte mal hier. Das scheint der Lift für einen KI-Kern zu sein. Nein. Ich will den, ich will, dass der auf mich zukommt mit Full Force. Außer das so Materie-Dingen. Wofür ist das? Die M-Einheit. Sie macht den Airbuster stärker. Entscheide du, was auf den Müll wandert. Okay, durch M-Einheiten bekommen wir ja Sachen, ne? Also nehmen wir da draus wieder. Ja, dadurch bekommen wir Belohnung. Das ist ja wieder was anderes, ne? Die Schimmer-Deppen werden ganz schön blöd aus der Wäsche gucken. Wo ist diese Entsorgungsstation eigentlich? Irgendwo hier im Reaktor. So viel steht fest. Echt? Und da landet das Zeug, das wir umleiten? Ist sicher ein stolzes Sümmchen wert. Gut möglich. Dann sacken wir es ein. Spricht nichts dagegen. Wir müssen die Station nur finden. Ja, dann habe ich aber das Gefühl, ich bekomme mehr Schlüsselkarten, als ich eigentlich brauche dann. Ne? Ich brauche ja eigentlich nur noch, ich brauche ja eigentlich gar keine mehr. Wenn ich nur die einen Dinger entsorge. Aber wenn diese einen Dingern auf dem Müll landen und ich die verkaufen kann oder so. Am Ende ein Exempel statuiert. Dann weiß ich nicht. Bist ja blendend gelaunt. Na, ganz Midgar wird dabei zusehen, wie Shinra sich bis auf die Knochen blamiert. Die Spinner nehmen uns die Arbeit praktisch ab. Kommt jetzt etwa ein Freudentanz? Von mir aus gern. Darf ich bitten? Du bist auch eingeladen, Cloud. Danke, verzichte. Ich tanze nicht. Nicht mehr. Seit diesem einen Moment. Keine Ahnung. Oh. Du siehst ein bisschen besonders aus. Überschallfäuste. Sagt doch, die sah ein bisschen fancy aus, die Truhe. Rückwärts hat oh, vier Dinger. Sehr wenig Angriffskraft, aber boom. Ja, übernehmen und jetzt haben wir sogar noch einen Platz frei. Was können wir denn noch da reinpacken? Irgendwas Neues. Auto Vita. Wiederbleben, weil das muss auch irgendwann mal hochgelevelt werden. Hallo, so, dann kann man natürlich erstmal wieder hier leveln. Die anderen Fäustlinge von hier können wir, glaube ich, auch leveln, wenn wir schon mal dabei sind. So, Windelement zusätzlich von Elementier basierte Materie. Ne, Zusatzschaden steht da. Blitzelementattacken, Feuer, längere Buffs. So, erst einmal physische Attacke, würde ich sagen. Das ist auch noch mal physische Attacke. So, Schnelligkeit, Statusresistenz, Zusatzschaden von elementar basierende Materie. Da ist doch schon mal wieder was. Erhöht den Schaden von Waffen, die mit Elementar A. Ah. Okay, Waffen, also nur die, die in den Waffen drin sind. Keine Ahnung. So, ein MP-Maximum machen wir mal bitte. Und längere Buffs. Was hat denn für Buffs? Gar nichts, ne? D-Buffs haben wir auch nicht wirklich. Ich kann sie jetzt hier natürlich auf eine bestimmte Dingens hier ein Element oder so hochballern, aber nochmal Schnelligkeit, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was Schnelligkeit bedeutet.
Ich nehme mal eine Ausweichwahrscheinlichkeit oder so. Keine Ahnung. Aber mal schauen. Nein, warte. Schaden von den Festungen plus 10% magische Attacke, physische Attacke, das hätte ich gerne. Aber ich muss ja jetzt erstmal die neue einsetzen. Ich muss, um die Fähigkeit zu lernen, halt, ne? Schaden von Sprungangriff, Schaden durch Hinterhalt, physische Attacke. Gut. Alles klar. Dann gucken wir mal. Ich nehme an, das hier ist diese Entsorgungsanlage. Und das habe ich jetzt bekommen, weil ich das Ding entfernt habe. Diese Waffe, das wäre natürlich sehr gut. Dann hätte alles nach Plan gelaufen bei mir. Bitte umgehend Ersatz aus Ebene B5. Roger. Hallöchen, na. Oh nein, das sind die Typen, über die wir gerade geredet haben. So, erst einmal. Oh, da steht keiner dran. Da steht einer dran. Oder auch nicht. Was war das denn jetzt gerade? Pass doch mal auf, wir sind Kollegen von euch. Ah. Und das war's schon. Einfacher geht's nicht. Dann mal weiter. Was wird von hier verschickt? Es gibt insgesamt 4 Lifte. Wir brauchen mehr Schlüsselkarten. Na gut. Das ist für diesen Gigabomber. Ist das eine KI? Dieser Lift ist für den KI. Nein. Nein, gibt sogar mehrere. Der KI-Kern auf diesem Lift. Ich warte noch auf eine Materie-Dingens. Da. Hier ist doch noch eine Karte. Ist das der Lift für die M-Einheit? Ja. Wir sollten uns das gut überlegen. Ja, ich weiß schon. Boom. War schon, was ich mache. Die M-Einheit wird entsorgt. So, meine Frage ist jetzt, wenn ich die KI-Dinger entferne, wird den Heiliger ganz sicher nicht schmecken. Ob ich dann auch, auch Belohnungen dafür bekomme. Weiß nicht. Soll ich mal entfernen? Ich weiß ja nicht, ob ich was dafür bekomme oder nicht. Wenn ich wüsste, ich würde nichts dafür bekommen, dann würde ich hier drin lassen, ehrlich gesagt. Na gut, entfernen wir mal. Ich würde gerne diesen Bomber da entfernen. Ich wollte eigentlich nur sicherstellen, dass ich alle M-Dinger ja weg habe. So, boom. Mach mal jetzt auch einfach weg. Ich will aber springen. Muss ich mir angucken, wie Cloud da am Basteln ist. Die Gigabombe wird entsorgt. Tolles Gefühl. Findest du? Ich irgendwie nicht. Na, das habe ich schon. Die M-Einheit wird zur Entsorgungsstation transportiert. Ich glaube ja nicht, dass ich irgendwie so eine Bombe irgendwie so aufsammeln kann, ne? Na komm, entfernen wir einfach. Na, ist halt irgendwie so eine One-Shot-Attacke und wenn ich die nicht entferne, dann bin ich richtig im Eimer. Der KI-Kern wird entsorgt. Ah, Salz, ist ja egal. Das verschafft uns etwas mehr Zeit. Ihr seid nicht, dass ich irgendwie überlevelt wäre oder so, ne? Nicht, dass ich irgendwie eine Möglichkeit hätte, das überhaupt zu machen. Ganz genau, das haben wir. Und jetzt wird der Blechklotz auf den Schrottplatz verfrachtet. Wir so. Sind fast draußen. Tifa, bist du bereit für die Sprengung? Jederzeit.
Okay, machen wir mit dem Hobo kurzen Prozess. Ja. Er kommt sogar direkt hier nach. Ne, pass auf. Ah, ist noch so einer. Komm mal her. Ich hatte gewusst, dann ist das doch nicht entfernt. Ah, ich habe doch geblockt. Komm her. Komm her. Du, komm. Aua. Oh nein, 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 nein. Oh nein. No, warum müssen Vita jetzt da unten? Der Heilzauber müssen oben sein. Boom. Ah. Oh, heilen. Nein, niemals. Ich habe keine MP. So, boom. Ist ja vielleicht irgendwo so eine jetzt sehe ich sogar, hat ja geschwächt wurde, ne? Runter müssen wir nicht. Ach, wir sind wieder hier. Aha. Jetzt zeigt sich, ob unsere Aktion Erfolg war. Blechklotz, wir kommen. So. Waffenlager. Gut. Ich tu mal hier speichern, weil ich nicht weiß, ob jetzt hier eine Dings kommt oder nicht. Weil ich würde dann den Part gerne beenden. Weil ich jetzt, weiß nicht, will eigentlich jetzt aufhören hier aufzunehmen. Und ja, wenn jetzt hier direkt der Boss kommt, dann kann ich jetzt nicht wirklich aufhören. Weil ich dann mit einer Cutscene wahrscheinlich drin bin. Statusbericht. Immer geht noch weiter, ja. Wir suchen nach einer Lösung. Beeilung. Ja. Heidegger Hast warten. Hallöchen. Wie geht's denn so? Noch nicht fertig. Eindringlinge, auf Sie! Verschafft uns doch etwas Zeit. Niemals. So, Feuer, Feuer, ihr seid neu, alles klar. So, wo ist der eine Typ? Ich hab den gesehen. Wo ist er? Herr Staatschef. Da. Nein, ich will nicht. Die abschließenden Tests müssen warten, bis die Gefahr gleich ist. Gott verdammt. Mein Gott, der ist unbesiegbar. Aber wir sind noch nicht fertig. Warte mal, du hast doch jetzt Feuer, ne? Da! So, ich werde euch schon treffen. Ah! Was schießen die denn auf mich? Jetzt geht's ins Eingemachte. Wenn wir mit euch fertig. Bonk. Ich habe kein. So, ich habe kein MP. Ach so. Vielleicht hat Stufe 17 erreicht. Bonk. Seht mal. Ja. Das ist eine Art Statusreport dieses Roboters, oder? Ja, davon haben wir schon mehrere gesehen. Verstärken. Er kann also seine volle Kraft nicht entfalten. Wir sollten uns eine Siegerpose ausdenken. Ich meine, der Kampf wird schließlich live übertragen. Ja. Vielleicht starten wir einen neuen Trend. Ohne mich.
Na? Gerade du, Cloud. Na gut, ich frage mich, wie der Kampf ablaufen wird gleich. Also gleich, ich mache jetzt erstmal ihren Schnitt, würde ich sagen. Hey, das war haarscharf. Wo kommst du denn her? Sarah? Hallöchen? Kommst denn du her? Ja, Blitz, hätte ich jetzt nicht gedacht. Reduziert, was? Wirksam. Schwäche, ich wollte schon sagen. Ah. In die Fräse. Und bum 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 bum. Irgendwann wird er schon geschockt sein. Mir kann ich den seine Beine auch nicht angreifen. Ah! Na, na. Willst du denn? Ich habe die meisten AP. Da. Mal rückwärts, Alter, haben wir noch nicht gesehen. Ich tue direkt auf die Klinge schießen, genau. Kann ich sogar, was? Hier jetzt nicht nur extra auf die Säge los, der ist gleich tot. Mag, wir sehen was anderes an. Danke. Direkt in die Höhle des Löwen, den wir natürlich besiegen werden. Er steht schon da. Gut, aber ich sage, ich beende Part hier. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit Final Fantasy 7. Okay, ist ja vielleicht nur irgendwie so eine Bank oder so. Da wäre nämlich sehr toll. Nee, okay, ich mache aber hier einen Schnitt. Ich traue dem Braten nicht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Final Fantasy 7 Remake. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat ein paar gefallen. Wenn nein, dann lasst bitte ein Like, ein Abo und ein Kommentar. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.